Hallo ihr lieben Fische, wir schauen in eure Energie für den nächsten Monat fürs Kollektiv der Fische mit dem großen Blatt. Und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Denkt daran, es ist eine kollektive Energie und du musst aber nicht mit in Resonanz gehen. Also was hier schon mal ansteht, ist das Finanzen stabilisieren. Hier sieht man irgendwie, dass man sich Gedanken macht, langfristig etwas in Bewegung zu bringen, wo kleineres Geld mehr herkommt. Also wie einem die Finanzen treu bleiben, sagen wir es mal so. Es ist hier im kleineren Bereich auch was Finanzielles verfügbar, nimmt Fahrt auf, wird umsetzbar. Ich habe hier so ein paar Unklarheiten bei euch aus dem Umfeld heraus. Ja. Es gibt vielleicht einiges zu klären. Euer Leben spricht mit euch. Ihr braucht irgendeine Richtung, eine neue. Etwas da Fahrt aufnehmen. Und ihr guckt hier in die Möglichkeit, euch neue Türen zu öffnen. Überall da, wo es Blockaden gab, da werden die jetzt beendet. Etwas kommt ebenso wieder in Bewegung, dass ihr, ich sage mal, Angriff nimmt und etwas versucht umzusetzen. Möglicherweise hatten sich hier viele Bereiche im Leben unsicher angefühlt oder sich verstrickt. Und jetzt geht etwas auf eine Tür auch, wo finanzielle Sicherheit herkommt. Wir haben ja die Berufskarte bei euch im Haus der Blumen drin. Das ist sehr schön. Ich habe möglicherweise einen Neubeginn, etwas, was ihr neu gestaltet, vielleicht auch mit einem Freund zusammen oder jemanden, den ihr Arbeitskollege nennt, also ein gemeinsames Projekt und es liegt hier sehr schön, die ganze Reihe so. Ne? Ihr kommt ja an das Wissen, das ihr braucht, ihr seid ehrlich zu euch selbst. Ihr schaut euch genau an, wo ihr steht. Ihr zieht Bilanz. Ich habe bei euch sehr viel Elternthemen in der Auflösungsgeschichte mit drin. Ne? Hier gehen neue Türen auf. Im beruflichen Bereich, in allen Themen, die mit der DNA zu tun haben. Und vor allem in dem, wo ihr euch selbst so reflektiert, dass ihr merkt, irgendwo geht ihr in eine falsche Richtung. Ne? Ich habe hier dolle Elternthemen bei euch dabei. Ne? Das sind so die Sachen, die man als Kind schon erlebt, die Prägungen, die man hat und natürlich auch Verlustthemen in diesem Bereich, die sich dann wiederum auf Partnerschaften auswirken. Und irgendwie sieht es so aus, als erarbeitet ihr euch hier eine schöne Stabilität. Ne? Ihr verändert hier nicht nur euch selbst, sondern auch habt ihr Interesse, irgendwie das Umfeld mit neu zu generieren, den häuslichen Bereich, den Freundeskreis, den Beruf. Aber irgendwie sehe ich auch so ein bisschen Zweifel. Ne? Ihr habt hier so Zweifel an euch selbst oder an der richtigen Richtung oder dass ihr in etwas Energie reingibt, was nachher nichts wird, aber hier liegt eben ein schicksalshafter Neubeginn. Das heißt, ihr werdet in eine bestimmte Richtung auch ein bisschen geschoben. Es braucht alles noch ein bisschen mehr Klarheit. Ne? Es sind so Gedanken, Möglichkeiten im Haus der Wahl, der Entscheidung, der Möglichkeiten liegen für euch die Sterne drin. Das heißt, es kommt hier eine gute Möglichkeit, hier mit den Blumen sogar noch etwas, was euch zufällt oder wo ihr sagt, hier kann ich gerne anknüpfen. Möglicherweise guckt ihr euch auch Dinge an, wo ihr euch getrennt von allem fühlt oder nicht in der Vitalität oder alleingelassen irgendwo. Ne? Das der Freundeskreis ist hier auch dabei. Hier wie gesagt, gestaltet sich auch etwas, was in eurem Umfeld mit Personen zu tun hat, auf die ihr euch verlassen könnt. Ne? Umbrüche im Hause der Freundschaft, Umbrüche auch hier
immer im Berufs- und häuslichen Umfeld, die sich hier anbahnen. Und ich habe sehr viele Schattenthemen bei euch im Haus der Liebe liegen, ne? Etwas, was mit wankendem Gemüt einhergeht. Etwas, wo ihr auch von den Eltern kennt oder wo ihr so merkt, ich laufe immer in eine bestimmte Richtung und ich möchte das gar nicht. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch tatsächlich ein neues Kapitel aufzuschlagen, das euch einen großen Frieden mitbringt, bei dem ihr auch irgendwie einen Kampf beendet, den ihr mit irgendwas habt. Entweder mit einem der Themen oder aber auch mit der Vitalität, mit dem Wachstum, mit irgendwas kämpft ihr hier, ne? Ein bestimmter Kreislauf, etwas, was sich nicht ergeben hat oder etwas, das auch immer so ein bisschen unterschwellig unangenehme Gefühle mitbringt. Das Buch geht raus. Im Haus des Buches liegen die Störche drin. Das heißt, ihr habt hier die Veränderungskarte an sich schon mit drin. Und ihr habt die schicksalshafte Wunscherfüllung, ne? Also egal wie es jetzt ist, das Schicksal liefert euch Energie, die euch ermöglicht, euch neue Türen zu öffnen in sehr vielen Bereichen, finanziell, beruflich, häuslich. Man könnte hier auch sagen, vielleicht findet der ein oder andere eine andere Wohnung oder hat den Wunsch umzuziehen. Hier können auch Kinder aus- oder umziehen. Also das ist so ein bisschen ein Rundumschlag bei euch zu sehen. Was ich noch habe, was sehr interessant für mich ist, ist, wir haben ein bisschen Zündung im Bereich der Kommunikation. Ja, ihr dürft hier mal aussprechen, was euch drückt, über eure Seelenlage auch sprechen, ausdrücken, wie ihr euch fühlt. Da darf man auch mal für sich einstehen. Ihr dürft euch streitbar machen, nennen wir das so, um was in Bewegung und in Entscheidung zu bringen. Ihr sind, guckt mal, das ist eigentlich hier zu schön. Hier ist das Haus der Wege, hier liegen die Sterne drin, also beste Voraussetzung. Hier liegt die Entscheidung und die Wunscherfüllungskarte in eurer Linie mit drin. Und das auch noch auf einem kurzen Weg und mehrere Bereiche, ne? Das kann ja auch sein, dass ihr beruflich hier ein neues Projekt startet im kleineren Bereich. Man sieht den Klee mit. Das kann ein Weiterkommen sein, ein Projekt, das ihr startet, eine gute Nachricht auch. Oder ja, etwas, wo ihr auch minimieren könnt, ne? Wenn jetzt etwas viel ist, könnt ihr hier was wegnehmen. Und es kann ja auch sein, dass ihr die Möglichkeit habt, hier durch irgendeinen Freund, Arbeitskollegen, jemand etwas zugetragen zu kriegen, mit dem ihr ein berufliches Glück umsetzen könnt, das gleichzeitig auch sagt, dass das übereinstimmt mit meiner Vitalität, ne? Ich verausgabe mich da nicht, ich schließe mehr Frieden. Die Liebe möchte hier ein bisschen Einzug halten. Hier geht es um das langfristige Eingehen einer Beziehung oder das Fundament der Beziehung, obwohl beide Paare gerade in unterschiedliche Richtungen gucken. Das fängt ja meistens auch bei sich selbst an. Auch da habe ich so ein gewisses Friedensschließen mit irgendwelchen Partnerschaften, möglicherweise auch welchen aus der Vergangenheit. Also ihr habt hier tolle Karten, allerdings auf sehr vielen Bereichen, ne? Es kommt ja auch sehr darauf an, wie zeigt ihr euch, wie präsentiert ihr euch, bleibt ihr euch selber treu oder sagt ihr irgendwie, ihr verneint etwas von euch. Sehe hier Nachrichten im Geldhaus drin. Gute Nachrichten, Nachrichten, die im kleineren Bereich Glück bringen, das haben wir hier auch, ne? Finanzielle Veränderungen, andere finanzielle Stabilität hier, die für neues Wachstum sorgt, allerdings tatsächlich auch über den kleineren Bereich, aber trotzdem gut spürbar, ne?
Der ein oder andere kann hier vielleicht auch mehr Qualität an den Tag legen, anstatt viel zu machen und sich darin zu verlieren. Und ja, ich habe euch hier auch Frieden schließen mit den Familienthemen. Ihr seid euch hier sehr bewusst, was ihr wollt und wie ihr es umsetzt. Für einen oder anderen habe ich hier noch den Nachrichtenaustausch im Bereich der Sachen, die mit Vitalität zu tun haben, also Krankenkassen oder Rententräger, sowas alles. Guckt mal, gerade spreche ich davon und hier kommt der Reichtum für euch. Empfange den Segen, der Floh setzt ein, lass dich auf einer Welle des Erfolgs an dein Ziel tragen. Also die Goldfische in ihren bunten Farben, strahlenden Farben, leuchtenden Farben sind hier Glücksboten für Lebensfreude und Reichtum und Segen. Ja, hier bringt dir das Leben etwas hervor, das für dich Fülle bedeutet. Und was auch so für dich heißt, ich schwimme getragen im Fluss des Lebens. Ne? Ich habe hier sehr zentral, dass ihr auch irgendwo einen Kampf aufhört. Also ihr lasst euch tragen, anstatt zu kämpfen. Ihr erleichtert euch in einer gewissen Weise. Und die geistige Welt hat hier eine gute Anbindung. Das dachte ich hier schon. Guckt mal, ihr habt die Sterne, die Sonne und den Mond. Das sind ganz, ganz gute Energien, die euch zur Verfügung stehen. Da sind Intuition, die Intuition ist hoch, die Hellsichtigkeit setzt ein, man hat den Überblick über die Dinge, da ist eine gewisse Empathie, mit denen man an die Dinge auch rangeht. Und ihr gebt hier nicht auf, sondern ihr hört einfach nur einen Kampf auf, mit dem es euch irgendwo nicht gut geht und guckt über den Blickwinkel drüber und merkt, hier geht es leichter weiter. Ja, die Goldfische sagen euch hier noch, möge das, was dir am meisten Spaß und Freude bereitet und was du dir wünschst, dein Wegweiser sein. Du schwimmst auf der richtigen Welle. Also perfekt, ne? Schöner Monat, das hat sich hier alles schon angekündigt. Und schicksalshafte Wunscherfüllung, da braucht man auch nicht mehr so viel dazu sagen. Da fallen einem die Dinge auch mal in die Arme rein und man kann sie nutzen. Auch für die Singles habe ich hier die Qualität, wo man auch mal wieder sich auf etwas oder jemanden einlässt. Und jetzt habt ihr hier auch noch den Wohlstand, die Biene. Wahnsinn. Die Biene arbeitet mit anderen zusammen, ja. Sie ist emsig, sie macht viel. Am Ende bringt sie aber den süßen Honig zusammen. Das heißt natürlich, ihr investiert ja auch etwas in euch selbst und euer Lebensglück. Okay, ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich bin neidisch auf euer Orakel, das ist so schön. Ich wünsche euch einen schönen neuen Monat. Ich drücke euch und bis bald.